Norbert Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bedenklich viele Kollegen haben die Krise in dieser Haushaltswoche als Chance bezeichnet. Olaf Scholz sowieso, Friedrich Merz eine Chance, Besitztümer, Besitzstände auf die Probe zu stellen. Andreas Schwarz redete davon, dass es eine Gelegenheit gäbe, große Dinge zu tun. Und ich weiß, Sie träumen alle von der sozial-ökologischen Transformation, vom radikalen Umbau der Gesellschaft, auf deren Ruinen Sie Ihre klimaneutrale Domus Aurea entwickeln wollen, wo dann Windräder und Bakterien Stahl produzieren. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Krise bedeutet eben nicht automatisch Chance, sondern etymologisch erstmal im Wortsinne Entscheidung. Und von der Entscheidung hängt es ab, ob eine Chance erfolgt oder der Niedergang. Die engste Verwandte der Krise, das ist die Katastrophe. Und Ihre Politik ist wahrlich katastrophal. Sie treffen eine verheerende Entscheidung nach der anderen. Sie senden Unternehmen und Bürger in existenzielle Nöte. Und alles, was Sie dann tun, ist, Milliarden und Abermilliarden Schulden aufzunehmen, um das irgendwie zuzudecken. Sie besaufen sich dermaßen an Schulden, dass Sie noch die nächsten Jahrzehnte ausnüchtern müssen, Herr Lindner. Und wo wir schon bei der Nachhaltigkeit sind, Frau Baerbock. Sie reden immer von Nachhaltigkeit. Finanzielle Nachhaltigkeit bedeutet, Spielräume und Freiheit für die Zukunft zu belassen und nicht unsere Kinder und Enkel noch auf Jahrzehnte einzuengen, dass sie das büßen müssen, was sie hier für ideologische Projekte aufnehmen. Und das verschieben Sie in Schattenhaushalte, in Sondervermögen, um nicht darüber zu sprechen. Und das ist genauso ein Pharisäertum, wie das, was Sie hier gerade machen, hier im Plenum, mit Ihren orangenen Anzügen, mit Ihrer orangenen Krawatte, Herr Lindner. Ja, es ist Orange Day. Sie demonstrieren damit, Sie sind gegen Gewalt gegen Frauen. Aber vielleicht sollte man nicht im gleichen Atemzug den Frauenhäusern 10 Millionen Euro entziehen in diesem Bundeshaushalt, damit sie den Etat der Antideutschen, kann man sagen, Ferda Attermann um 250% anwachsen lassen. Das ist wahrlich heuchlerisch. Aber es ist ja interessant. Es ist interessant, wie Sie zu Deutschland sehen. Und man sieht es an der Rede von Olaf Scholz. Der verwendet Deutschland nie als Subjekt, immer nur als Objekt oder als Attribut irgendwo. Und vor allem redet er erstmal über Deutschlands Abhängigkeit. Die verschlimmern Sie wahrlich mit Ihrer Schuldenpolitik. Und dann spricht er von Deutschland als Land der Funklöcher und Schlaglöcher, der kaputten Brücken und verspäteten Züge. Da sage ich nur, das kommt dabei raus, wenn man immer in die Ferne guckt, statt aufs eigene Land und statt auf die eigenen Leute. 21,3 Milliarden Euro war die Nettozahlung an die Europäische Union im Jahr 2021. 15-mal so viel wie der Beitrag der drittgrößten Volkswirtschaft Italiens. Gerade eine gute Milliarde hat uns gefehlt, dann hätten wir mehr bezahlt als alle anderen Nettozahler zusammen. Dazu kommen noch 66 Milliarden Next Generation EU plus Inflationsaufschlag, die ganze Entwicklungshilfe, die Klimaaußenprojekte, alles Mögliche. Ich sage Ihnen was. Ihre Politik ist die wahre Krise, meine Damen und Herren, und die beste Entscheidung wäre, die Entscheidungsgewalt dieser Bundesregierung baldmöglichst zu beenden. Haben Sie vielen Dank. Ich muss bloß mal organisatorisch schauen, Frau Mast. Genau. Also zu einer Kurzintervention hat die Abgeordnete.